So, meine Lieben, bevor es jetzt mit dem eigentlichen Video zum Graphen-Coating von Art Design losgeht, kurze Erinnerung, auch nochmal ein bisschen Werbung und Eigeninteresse. Denkt dran, jetzt am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, veranstalten wir die Black Weekend, so rum, 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ja, und viele tolle Sachen zu gewinnen, also so ein Tubi, Felgendreher und Albert-Halterung und. Also ihr könnt viele Sachen abstauben, wie gesagt, 15% Rabatt mit dem Gutscheincode Black Friday 2020. Schaut auf jeden Fall mal in den Shop rein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video zum Graphen-Coating von Art Design. Los geht's! Willkommen zurück, willkommen zu einem neuen Video. Heute etwas ganz Besonderes. Ich denke, das wird für viele super spannend. Ich bin nach dem Thema sehr, sehr oft gefragt worden. Jetzt ist es soweit. Und das Schöne, das war mir auch persönlich wichtig, es gibt jetzt einen deutschen Distributor und vor allem es gibt deutsche Sicherheitsdatenblätter dazu. Worum es aber geht, erfahrt ihr gleich. Ich will mich ganz kurz an dieser Stelle einmal bedanken. Habe jetzt hier aus der Community den Blower von Flex zugeschickt bekommen. Den werde ich jetzt hier direkt mit der Einhell einmal vergleichen. Also quasi der Einhell Blower, der Flex Blower und dann werden wir noch den Big Blower einfach mit rannehmen. Einfach mal das Ganze so im Dreiergespann zu vergleichen. Wird es demnächst als Video geben. Aber jetzt gucken wir uns an, worum es in diesem Video heute geht. So, da haben wir sie. Das Dreiergespann. Graphenbeschichtungen. Das altbekannte Thema Graphen. Ich habe mir aber sagen lassen, bei denen ist es so, die Beschichtungen von Art Design, jetzt sehen wir das Nanographen, das ist die eigentliche Beschichtung, also die eigentliche Graphenbeschichtung. Dann gibt es noch das Maintenance und das Leveling. Also wie gesagt, das ist die eigentliche Beschichtung und diese ist wohl auch eine richtige Graphen. Also sprich, da ist nicht nur einfach gepulvertes Graphen reingekommen, sondern wird wohl in einem sehr aufwendigen Verfahren hergestellt. Ist tatsächlich auch, sieht man ein schwarzes Coating, ne, muss man vorher tatsächlich schütteln. Ist auch so, wir haben keine Abdunklung oder keinen schwarzen Lack danach. Das sieht man nicht, das ist im Nanobereich wohl, also sehr unbedenklich, was Farbvertiefung angeht. Wie gesagt, Graphenbeschichtung. Dann haben wir das Leveling. Das Leveling ist dafür da, Überstände von der Beschichtung, die vielleicht entstehen können, bei unsauberer Verarbeitung, wieder auszupolieren. Kann man bis eine Stunde danach anwenden und dann gibt es einmal quasi noch das Maintenance. Auch ein sehr spannendes Produkt, bin ich mir aber nicht sicher, was ich davon halten soll. Und zwar, wie der Name schon sagt, Maintenance dient dazu, dass wenn ein Kunde das Fahrzeug damit beschichtet hat, nach einem Jahr kommt, kann man, wenn man will, eine Maintenance-Schicht drauflegen. Die hält nochmal so ein Jahr, das ist im Prinzip wie eine Schutzschicht. Ist möglich, also man kann quasi das Maintenance auf das Nanographen nochmal neu drauflegen. Bin aber ein bisschen skeptisch, was ich davon halten soll. Muss man aber natürlich probieren, weil warum soll ich eine gute Beschichtung, die Jahre hält, neu beschichten und schützen? Wobei ich sag mal, wenn man vielleicht dabei ist, ja, je nachdem. Also, ihr wisst aber, was ich meine. Heute in dem Video soll es aber um das Art Design Nanographen gehen. Wie gesagt, gibt es in Deutschland jetzt einen Distributor dafür, es gibt deutsche Sicherheitsdatenblätter dafür, die Anwendung hinten ist auf Deutsch, auch eben hier die Gefahrenzeichen, ist alles drauf, wie es sich gehört und wie gesagt, ist ein richtiges Graphen-Coating. Ich habe mir gedacht, wir werden das auch passend auf einem asiatischen Fahrzeug drauf machen. Wir haben hier einen Hyundai i30N, der kriegt Keramik. Hier haben wir das gute Zeug. Ich habe selber bisher einmal kurz probiert an einem Bauteil. Ich war wirklich neugierig. Müsste auf dem drauf sein. Will aber nicht zu viel verraten. Wir gucken uns das auf dem Hyundai i30N an. Thema Verarbeitung, Verbrauch, Hydrophobie, Gelette. Genau, also das packen wir hier alles drauf. Bin ich jetzt schon gespannt, wie es sich schlägt, wie die Verarbeitung ist. Wir werden dazu auf jeden Fall auch noch einen Langzeittest aufbauen, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Auf Gisela werden wir es auch noch drauf prügeln.
Also das wird auf jeden Fall eine coole Nummer. Wir werden uns mit den Sachen hier ausgiebig beschäftigen. Das ist eine 50-Milliliter-Flasche, da sollten wir auch ein bisschen was rauskriegen. Und ich hoffe, ihr seid jetzt genauso heiß drauf wie ich, denn wir werden den jetzt einmal kurz durchpolieren und dann schmeißen wir uns auch direkt an das Graphen-Coating dran. Los geht's! With you the sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me, you're spreading sugar on my misery. And I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day was spent apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feel so good, so. So, ja, mal kurz zwischendrin. Ich hatte es schon mal in einem anderen Video gesagt, was ich immer empfehle, ist jetzt gerade auch hier der Frontbereich und so, ich sag mal der erste Teil von der Haube. Ihr seht mich hier gerade selber mit so einem Heißluftföhn rumdoktern. Ich habe den Bereich hier schon poliert, sah auch soweit gut aus. Da darf man sich aber meistens nicht täuschen lassen. Es kann sein, dass wenn ihr jetzt Temperatur drauf gebt, sprich, also ihr seid, habt die Insekten soweit alle rauspoliert, ist im Idealfall meistens auch ein schwarzes Auto, fahrt dann raus in die Sonne oder der Kunde holt das Auto ab, geht in die Sonne. Kann sein, dass wenn hier Temperatur drauf kommt, Insekten wieder hochkommen. Was mache ich also? Ich habe den Bereich jetzt hier schon poliert. Jetzt sah er wirklich gut aus, also ich hatte hier noch so ein paar, zwei, drei grobe Insekten. Ich hätte also nochmal ein zweites Mal drüber gehen müssen, aber ich wollte jetzt an der Stelle einfach mal kontrollieren, wie sieht es aus. Jetzt empfehle ich jedem von euch, bevor wir mit dem Coating-Video weitermachen, holt euch einen Heißluftföhn, bringt ganz, 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 ganz vorsichtig Temperatur da drauf, guckt, was passiert. Es kann sein, und ich hoffe, ihr habt es im Video gesehen, dass Insekten wieder hochkommen. Mache ich grundsätzlich bei fast allen Fahrzeugen, jetzt hier bei Koreanern. Erfahrungsgemäß ist es so, dass das tatsächlich sehr häufig passiert. Das ist beim Stinger genau dasselbe bei mir. Sprich, kontrolliert das einfach mal kurz mit Temperatur, dann seid ihr auf jeden Fall safe. Jetzt wie hier auf jeden Fall nochmal polieren. Wenn die Insekten dann nicht mehr hochkommen, seid ihr auf jeden Fall im grünen Bereich. Es kann nämlich sonst sein, wenn ihr ein schwarzes Auto habt, der Kunde parkt das Auto in der Sonne, eine Woche später kommen alle Insekten wieder hoch, dann wird der Kunde auf jeden Fall wieder aufschlagen. Und ja, ihr wisst, wie es ist. Und wenn dann noch eine Keramik drüber ist, ist es sowieso ganz beschissen. Sprich, kontrolliert das, vorsichtig hochtempen, so als kleiner Tipp für euch. Und jetzt machen wir mit dem Video weiter. Wir haben den jetzt einmal poliert, jetzt beschichten wir das Fahrzeug. Los geht's. Gut, eben noch haben wir ja den Lack getemmt, ihr habt es gesehen. Wir entfetten den das Fahrzeug jetzt. Ich habe jetzt keinen speziellen Entfetter vom Hersteller irgendwie mit dabei. Hier ist jetzt ganz normales Eraser, beziehungsweise da habe ich jetzt ganz normal Isopropanol plus Wasser zur Hälfte gemischt. Damit entfetten wir, also ist relativ neutral.
In dem Video soll es jetzt eigentlich nur um das Artescheim Nano Graphen Coating gehen. Ich habe allerdings noch so ein paar andere da. Wir haben einmal die Felgenversiegelung, die werden wir auch noch mal irgendwann in dem Video auf jeden Fall anwenden. Dann eine Scheibenversiegelung, das Window Coat 30 ml, ist auch eine Graphenscheibenversiegelung, interessanterweise. Die werden wir auch nochmal gesondert dran nehmen. Ich werde sie hier bei dem Fahrzeug nicht mehr drauf machen. Und hier haben wir das Leather Plastic Coat. Ich denke, mit Leder sind wir auf jeden Fall irgendwo einer Meinung, dass wir das nicht brauchen. Hier haben wir relativ viel Kunststoff. Da werde ich es wahrscheinlich mit drauf machen, einfach um jetzt mal zu gucken, wie es sich schlägt. Sprich, Graphen-Coating auf den Lack und Plastic-Coating aufs Plastik jetzt hier bei dem Fahrzeug. Wir haben relativ viel Kunststoff. Wie gesagt, wir entfetten jetzt und schmeißen uns direkt ans Beschichten ran. Also Handschuhe anziehen und los geht's! Ist jetzt beschichtet. Und ich kann euch sagen, für alle, die gerne am Lack rumfummeln, also das ist jetzt ungefähr so 2 Stunden drauf, wenn man so ganz vorsichtig mit dem Handrücken drüber geht, kann ich euch jetzt schon sagen, jetzt nach 2 Stunden, das ist so mitunter das krasseste so an Glattheit überhaupt. Also das ist, wird so extrem glatt, dieses Nanographen-Zeug. Gucken wir uns aber nichtsdestotrotz morgen früh in Ruhe nochmal an. Checken wir Beading, checken wir Lackglätte und nehmen es sowieso nochmal irgendwo, entweder in Langzeit- oder in einen Belastungstest. Und für alle, die jetzt fragen, ja, wenn sich die Produkte als gut herausstellen, werde ich sie im Shop anbieten. Allerdings müssen sie natürlich auch einen gewissen Mehrwert bieten und sie müssen auch schon ein bisschen was können. Wenn es dazu kein deutsches Sicherheitsdatenblatt geben würde, würde ich sie auch nicht aufnehmen. Das muss ich dazu sagen. Also das muss schon alles so sein, wie sich es gehört. Verarbeitung bisher einfach, aber anders. Also ich habe jetzt ungefähr so 2 Bauteile immer gemacht. Das ging. War aber tatsächlich so, dass ich Schlieren hatte. Also trotz dessen, dass ich mit 3 Tüchern gearbeitet habe und hatte ich immer leichte Schlieren. Und dachte mir so dann, okay, ich lasse das Produkt nochmal kurz anziehen, probiere es dann nochmal und siehe da, die Schlieren weg. Also die waren tatsächlich von alleine dann weg. Ist gewöhnungsbedürftig, wenn man es nicht weiß oder wenn man das von anderen Beschichtungen kennt. Hat sich schlierenfrei abgelüftet, war eine relativ entspannte Nummer dann. Glätte dauert ungefähr so 1/2 Stunde, da merkt man, dass die Glätte schon auf jeden Fall anzieht. Ja, also so viel dazu. Nicht schwierig, auf jeden Fall aber anders da. Gucken wir mal. Also ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Und morgen früh checken wir in aller Ruhe dann erstmal Beading. Also, wir sehen uns morgen früh. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt wir haben den nächsten Tag. Ich habe die Sprühflasche jetzt schon am Start. Ich habe selber noch nicht geguckt tatsächlich. Also ich lasse mich wie ihr quasi jetzt überraschen. Kann mich aber sagen, ich habe schon mal so ein bisschen gefummelt. Also die Lackplatte hat schon enorm zugelegt. Also der Lack hier ist extrem, extrem glatt. Also wer auf einem glatten Lack steht, ist auf jeden Fall zumindest bei der Beschichtung goldrichtig. Also der ist echt extrem. Ist wirklich massiv. Kunststoffe unverändert. Wir checken jetzt aber trotzdem mal Beading. Auf die Scheibe habe ich gestern auch von den Finduex die Beschichtung drauf gemacht. Lack, wie gesagt, Nanographen und die Kunststoffe haben wir jetzt schon beschichtet. Also haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zum Checken. Los geht's. Die Haube und direkt nach dem ersten Sprühstoß, ich denke man sieht das hier schon. Die Hydrophobie ist beachtlich auf jeden Fall. Also wirklich, wirklich krass.
sieht wirklich, wirklich, also, puh, Junge, aber ihr seht es selber. Guckt euch mal an. So, gehen wir mal ein bisschen weiter hoch. Ich meine, hier ist die Haube ja dann relativ gerade, wie man sieht. Dann checken wir doch einfach mal hier nochmal. Also die Perlen werden nicht wirklich sehr groß, ne, sondern laufen wirklich sehr zügig ab. Ist sehr ansehnlich auf jeden Fall. Ne? Aber ich sag mal jetzt so insgesamt. Gehen wir mal so ein bisschen weiter weg. Machen wir mal so einen etwas feineren Sprühnebel. So, und... So, also man sieht so ungefähr ab der Größe hier, tut sich schon was. Ist sehr rund, werden sehr, sehr klein auf jeden Fall. Jo, also wenn das im Regen genauso aussieht, wird es auf jeden Fall sehr geil aussehen. Ne? Also wirklich sehr ansehnlich, sehr schön, kann man echt nichts sagen. Checken wir mal die Seite. Jo, also auch hier schon direkt ab einer gewissen Größe, direkt nach unten. Ja, kann eigentlich jedes Coding, aber auch hier, man bemerke, wie klein diese Perlen im Prinzip hier sind. Ne? Jo. Scheibenversiegelung können wir jetzt mal kurz noch auch anschneiden. Also von Infinity Wax würde ich sagen, kann auf jeden Fall was. Ja. Auch hier. Genau, so, Kunststoff hatten wir gemacht. Können wir einmal hier in den Seiten checken. Ja, auch hier würde ich sagen, sieht gut aus. Können wir unten können wir auch nochmal gucken. Die Schwelle hatten wir auch mitgemacht. Gut aus, auch eben ja, hier unten der komplette Bereich. So, dann checken wir nochmal, wenn wir eh dabei sind, auch gleich hier vorne nochmal. So, also hier vorne, Front sieht nach wie vor gut aus. Und dann eben hier unten und eben auch hier. Jo. Perlen. Schöne, schöne Perlen, ne? Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Wie gesagt, ich zeig's nochmal kurz in die Kamera. Nanographen-Coating. Ich habe jetzt hier mal das Tuch aufgehoben. Ist jetzt auch seit 24 Stunden ungefähr. Jo, also wirklich hart wird es nicht. Aber Härte ist auch nicht immer ein ausschlaggebender Faktor. Muss man dazu sagen. Viele glauben ja immer, es muss ultimativ hart werden, dass es auch lange hält. Dem ist nicht so. Ja, das muss man, darf man nicht immer gleich verwechseln. Ich meine, das ist natürlich schön, dass man sieht, dass sich was tut, aber es muss nicht immer gleich hart werden. Genau, wir haben, wie gesagt, Arte Shine gibt es jetzt aktuell einen deutschen Distributor. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir müssen gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Bin aber der Meinung, dass Graphen aktuell in den nächsten Jahren eine Keramikbeschichtung auf jeden Fall nicht ablösen wird. Das liegt nur einfach daran, wenn ich überlege, wie lange es gedauert hat, bis sich das Thema Keramik in Deutschland bei den normalen Kunden schon rumspricht, wird das mit Graphen auf jeden Fall noch länger dauern. So viel dazu und genau, also übrigens, es gibt sowas wie eine Zertifizierung dafür, wobei man das nicht wirklich Zertifizierung nennen kann, sondern man kauft das Produkt einmal, ist dann zufrieden, kann es weiterkaufen und ist damit auch automatisch zertifiziert irgendwie. Also, aber da muss man nochmal genauer nachfragen. Also jetzt aber nicht so, man sagt, okay, man muss für ein paar tausend Euro eine Schulung mitmachen oder so. Dem ist auf jeden Fall nicht so. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir ruhig ab in die Kommentare damit und ansonsten googelt das einfach mal. Wie gesagt, es gibt in Deutschland einen neuen Distributor, das ist der Dominik. Der kann euch da weiterhelfen bei allen anderen Fragen. Ich muss jetzt kurz an die Tür, weil Kunden kommen. Also, macht's gut. Ciao.